Ah, es blubbert, es blubbert, es schlabbert. Ja, herzlich willkommen hier wieder auf dem Splatfest. Was würdest du tun, wenn die Welt untergeht? Ich löffel hier und ich lasse es regnen. Ich habe diesen Blubberwannenschwabber mal rausgeholt. Ich hatte jetzt einige Runden gespielt. Es war kein 10er und auch kein 100er oder 33er Kampf dabei. Deswegen, also wir haben jetzt hier nichts verpasst. Es ist immer noch der erste Spieltag und eine Aufzeichnung und ich wollte einfach mal eine Waffe, wo ich ein bisschen besser killen kann, weil ich färbe zwar megamäßig gut ein mit der Airbrush, aber das Killen, das ist so eine Sache. Was mir auch gut gefällt bei dieser Waffe ist, dass die Bubbles ja auch von den Wänden, die nicht einfärbbar sind, einfach abprallen, dann woanders hin, als man kann auch um die Ecke schießen. Also es ist wirklich, es ist jetzt optisch nicht so schön wie dieser andere Wandschwabber, der grüne, also mein Lieblingseimer. Aber Splat-technisch gesehen, guck mal, von aus der Entfernung auch hier dieses Ding hier aktiviert, richtig cool. Splat-technisch gesehen und technisch gesehen, wirklich eine enorme Verbesserung. Guck mal, die Reichweite, richtig, richtig toll. Und natürlich die Ulti, diese Tintenregenwolke. Das ist wirklich, weil da kann man ja nichts dagegen machen. Also das ist eine Ulti-Waffe, die kannst du nicht abschießen, die kannst du nicht... Oh, 2 Kills, wow, was ist denn los? Wow, richtig klasse. Es gibt ja Ultis, die kann man vorzeitig durch Abschießen beenden. Ja, schieß mich ab. Ja, wenn die Tinte leer ist. Wenn der Eimer leer ist, dann ist er eben so. Was? Hagebuttene? Na, nee, Hagü. Ach, nö. Das lief doch gerade so schön. Es gibt Ultis, die kann man vorzeitig, glaube ich, abschießen. Also vom Hammerhai kann man runtergeschossen werden, auch von dem Krabbenpanzer. Aber wenn der Tintenregen mal aktiviert ist, dann regnet er eben. Und dann kann man nur davonlaufen. Oder eben das Feld ganz schnell wieder einfärben. Wobei man kann auch weggesplattet werden von dem Tintenregen, wenn man einfach stehen bleibt. Also das habe ich auch schon erlebt. Hüstel. Also nicht, dass ich mich habe wegregnen lassen, aber ja. Was ich toll finde, ist, dass man es auch hier regnen lassen kann. Schaut mal her. Achtung. Tschack. Und zwar auch an den Stellen, wo andere Sachen sind. Also das sieht richtig toll aus. Nate ist auch ein Team-Löffel-Liste. Hier direkt über dem Ein- und Ausgang und den Spinden. Ich werde jetzt nicht die Spinde angucken. Mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass das immer die gleichen Spinde sind. Die ändern sich irgendwie gar nicht mehr. Und abgesehen vom eigenen Spind stehen auch gar keine Namen mehr dran. Warum auch immer. Habe ich ein Update verpasst? Habe ich irgendwie, ist etwas geändert worden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich mit den Spinden nicht mehr so befasst, weil ich die ehrlich gesagt nicht so spannend finde. Vielleicht mache ich mal da eine extra Tour wieder planlos in Splatville, wo ich dann mich auch wieder mit den Spinden ein bisschen beschäftige. Aber wenn ich Splatoon spiele, will ich hauptsächlich ja, Splatoon spielen. So, wir sind wieder auf dieser Map. Und es geht hier fleißig weiter. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte die Ultiwaffe aufladen. Und ich möchte die starten. Ja, ich möchte die... Na, na, ja, ich habe ihn erwischt. Miro! Dollar Miro. Grinsebacke. So, die Ulti-Waffe ist gestartet. Es regnet, es regnet. Peng. Jira 12. Erfrischende Partykanone. Schön. Ich weiß gar nicht mehr, was hab ich nochmal als Aftenwarner-Titel drauf. Ist ja schon ewig. Ist es noch der Skater-Dings? Keine Ahnung. Ich muss mir mal diese Banner-Titel anschauen, mal aktualisieren. Vielleicht ist inzwischen irgendein Titel dabei, wo etwas mit Alien dort steht. Das würde mir gefallen. Ansonsten lasse ich es eben so, wie es ist. Es gibt ja Leute, die haben ja in ihrem Banner-Titel irgendetwas mit Komiker oder Witzeerzähler drinstehen. Sagen, ja, man weiß ja, dass ich ein toller Witzeerzähler bin. Ja, Grüße gehen raus an den Witzeerzähler. Ja, das ist auch so ein Thema für sich. Für die einen ist es witzig, für die anderen ist es doof oder respektlos, aber ja, das ist eben dann so. So, die Feuerwerkskracher. Feuerwerkskracher. Der Gegner sind... Und irgendwie sind Gegner direkt vor unserem Spawnpunkt hier schon vorgedrungen. Wir dringen irgendwie gar nicht mehr durch. Die anderen sind aber noch da. Die sind jetzt nicht irgendwie disconnected oder so.
Doch, die sind noch da, weil wir kommen irgendwie nicht durch. Vielleicht von oben irgendwie versuchen, die wegzusplatten. Aber, da hat jemand richtig Reichweite. So, ich lasse es mal hier regnen. Vielleicht verscheucht die das ein bisschen, dass die sich zurückziehen. Nee. Und der Ultrastempel. Der Ultrastempel, ich mag ihn nicht. Ich habe ihn auch versucht, das war schon in Splatoon 2, hier jetzt bei 3 noch nicht. Ich habe auch versucht, ihn schon zu spielen. Ich glaube, mit dem Klecksroller bekommt man den als Ultiwaffe, aber ich komme damit nicht klar. Das ist irgendwie... Und er gefällt mir auch optisch nicht. Da ist der Krabbenpanzer cooler, ja. Oder der Regen. Lass es regnen. Lasst es Tinte regnen. Ach, ja. Mir fällt jetzt gerade was ein. Mir fällt jetzt gerade was ein. Aber wir spielen erst diese Runde fertig und dann werde ich euch teilhaben lassen an diesen Gedanken, die ich ja jetzt gerade habe. Lass es bitte nochmal regnen. Nicht abwerfen. Ja, ja, schön. 3, 2, 1. Das war's. Ja. Besser gesagt, nein. Ich sehe übrigens, ich habe vorhin in die App reingeguckt, bei Twitch über 5000 Zuschauer sind bei Splatoon 3 in euren Livestreams zu sehen. Was bedeutet, das Spiel ist wahnsinnig beliebt. Ich sehe immer noch auch Zuschauer bei Splatoon 2 und sogar bei Splatoon 1, wobei bei Splatoon 1 ja irgendwie der Service abgeschaltet wurde. Bedeutet das, dass man das Spiel gar nicht mehr spielen kann oder dass es dass es keine Updates oder keine... Ich weiß es nicht. Man müsste mal wieder reingucken. Ich glaube, ich mache mal ein Splatoon 1 Special. Ich glaube, das wäre mal richtig toll. Alleine schon wegen dem Story-Modus. Hüstel. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja gerade ein voll interessanter, witziger Trend auf YouTube zu sehen. Und zwar, dass mit KIs bekannte Filme irgendwie... fiktive Trailer von bekannten Filmen gemacht werden, aber die eben in einem anderen Stil, als Beispiel Star Wars, aber irgendwie als Schwarz-Weiß-Film in den 30er, aus den 30ern, 40ern Jahren oder Cartoon-Serien, aber mit Realschauspielern, als zum Beispiel wie die Simpsons oder Family Guy mit Realschauspielern aussehen würde. Und was wäre oder wie wäre das, wenn man mit Splatoon-Charakteren irgendwie mit KI oder 3D-Blender irgendetwas da was mal anstellen würde. Es gibt ja Splatoon-Kanäle, die genau dies tun. Also Inklinge und Octolinge gibt es auch als Blender-Figuren und auch, mit anderen 3D-Software, Animationssoftware, so Programm. Da so einen fiktiven Kinoblock, einen fiktiven Trailer für einen Kinoblockbuster mit Inklingen, ja. Das, ich fände das total witzig. Was weiß ich, ein One Piece oder irgendein Pixar-Film, aber mit Inklingen im Splatoon-Style. Ich glaube, das würde mich reizen, sowas mal zu machen. Das wäre bestimmt witzig. Bestimmt auch sehr aufwendig. Aber ein Versuch wäre es mal wert. Weil, wie gesagt, Blender habe ich. Also mein Avatar hier rechts unten, den ihr gerade hier babbeln seht, der ist ja auch mit Blender gemacht. Also nicht mit Blendax, also das ist eine Zahncreme, sondern Blender. Das ist ein 3D-Animations-Softwareprogramm. Softwareprogramm, zum Beispiel. Das kostenlos erhältlich ist, aber äußerst komplex ist. Und wenn man es verstanden hat, dann kann man damit richtig coole Sachen machen. Es gibt auch richtig dicke Bücher, wo man das auch lernen kann, wie man mit dem Programm umgeht, kann man auch richtig studieren. Was ich ja in meiner Freizeit tue, studieren ist so ein Hobby von mir, aber über das Studieren, da reden wir vielleicht später. Und das kann ich auch jetzt gleich machen, weil meine Splatoon-Inklings Idee habe ich ja schon erzählt. Nein, die Sache ist die, ich betreibe ein sogenanntes wildes Studium. Also ich gehe ganz normal arbeiten,
Hab aber jetzt, bin jetzt aber nicht irgendwo eingeschrieben und studiere, sondern ich mache ein sogenanntes Bildestudium. Das ist etwas Ähnliches, was, meine ich, Bill Gates auch gemacht hat oder vielleicht auch immer noch macht. Das geht wie folgt. Ich suche mir immer ein Monatsthema aus und in diesem Monat beschäftige ich mich dann mit diesem Thema. Ich lese Bücher dazu, gucke, wenn es geht, irgendwelche Dokumentationen dazu an und schreibe vielleicht auch was dazu. Also vornehmlich auf meinem Blog beziehungsweise auf Bionautics. Und in diesem Monat ist das Thema zum Beispiel bei mir Biologie in Bezug auf Tiere. Das heißt, ich lese jetzt gerade ein Buch über Tiere, das heißt Fauna. Wer sich da mehr dafür interessiert, für dieses Buch oder was ich da lese, kann mich da gerne fragen. Und beschäftige mich eben mit diesem Thema. Und der Vorteil von einem sogenannten wilden Studium ist, also der Nachteil ist natürlich, man ist nicht jetzt irgendwo eingeschrieben, es gibt keinen Abschluss, es gibt keine Qualifikation oder sowas. Das ist ganz klar. Aber der Vorteil ist, ich kann mich mit dem beschäftigen, was mich gerade interessiert, und zwar so viel oder so wenig, wie ich möchte. Ich muss keine Prüfung ablegen, ich muss nicht zuerst eine Matheprüfung oder ein Physikpraktikum bestehen, um weiterzukommen, sondern ich kann mich mit dem Thema gerade beschäftigen, das mich gerade interessiert oder das ich machen möchte. Und ich beschäftige mich gerne oder hauptsächlich mit den Themen, die ich dann auch in meinen Büchern und Comics Verwendung finden. In dem Monat, jetzt in dem Monat Mai, es ist zwar der Monat der Supernova, aber ich beschäftige mich im Monat Mai, ist mein Thema Tiere bzw. Biologie. Also ich lese ein Biologiebuch und parallel dieses Tierebuch, so mal über den Notausgang hier splitten. Und das ist recht interessant, also das Thema Tiere geht bei mir sowieso immer. Ich besuche ja auch leidenschaftlich den Zoo oder gehe auf Alpaka-Wanderungen oder so. Und das ist dann, das bietet dann ein solides Hintergrundwissen oder Grundwissen oder so Allgemeinwissen, wenn man dann Geschichten oder Comics macht. Ich habe mir noch nichts für den Juni überlegt. Ich glaube aber, das Thema Juni wird bei mir Thema Flugzeuge bzw. insbesondere Segelflieger werden. Weil, wie gesagt, ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass das so eine große Leidenschaft von mir ist, die Fliegerei, und das wird wahrscheinlich im nächsten Monat mein Hauptthema sein. Was Lesen angeht, ich lese jeden Tag, ich lese konsequent jeden Tag auch die Zeitung, weil ich bin der Meinung, der Kopf, der Verstand ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss, und der wird eben nicht trainiert, wenn man sich stumpf irgendwelche, auch wenn sie vielleicht gut gemacht sind, irgendwelche Videos oder TikTok-Videos oder irgendwelche Audiobooks sich berieseln lässt. Das ist auch mal gut. Also ich möchte das jetzt nicht schlecht machen oder jetzt irgendwie. Und es gibt ja auch Menschen, wo nicht lesen können oder wo jetzt nicht lesen können im Sinne von das nicht sehen können oder so. Aber das aktive Lesen ist immer noch das, was zumindest mein Kopf am besten braucht. Da geht mir so wie Leuten, die eben jeden Tag sich bewegen und Sport machen müssen und joggen oder laufen müssen und sich dadurch dann gut fühlen. Und so geht mir es eben mit Lesen. Hat mir auch mal, also nicht mir, aber uns damals ein Professor gesagt, wo es hieß, naja, muss man für ein Informatikstudium, muss man da jetzt irgendwelche Gleichungen lösen können oder irgendwelche Formeln ableiten können oder so für Mathematik. Weil an der Mathematik da ja schon viel kriegt, ein Roller. Nee. Die Map kriegt mich. Und der hat uns dann gesagt, sie müssen sich ihren Verstand vorstellen wie einen Muskel, der trainiert wird, weil zum Beispiel ein Profifußballspieler, der muss ja auch nicht auf dem Platz während dem Spiel Liegestütze machen, zum Beispiel, ja. Und macht es im Training aber trotzdem, um sich um seinen Körper zu trainieren. Und so ist es auch mit unserem Kopf, mit unserem Verstand, auch wenn man jetzt keinen intellektuellen Beruf hat oder nicht Journalist ist oder Mathematiker oder Wissenschaftler, also sich zu bilden, das kann ja nie schaden. Und
kann einem auch, ich habe das auch nie verstanden, kann einem auch alles so irgendwie egal sein. Mir ist egal, was die Politik sagt, mir ist egal, was in der Welt vor sich geht. Was, da ist irgendeine Sonde losgeschickt worden und hat irgendwas entdeckt, das ist doch mir egal, das ist doch Geldverschwendung und Steuerverschwendung und bla bla bla. Also, wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, mir ist es eben nicht egal und ich bilde mich gerne weiter. Und das ist eben auch jedem zu empfehlen. So, die letzte Minute läuft. Win oder lose, es sieht diesmal sehr gut aus. Was heißt sehr gut? Es sieht gut aus. Habe auch einige Kills geschafft. Wie gesagt, diese Waffe, die ist wirklich richtig gut. Aber Ragnar hat mich abgeschossen. Ja, diesen Pfeil und Bogen, den hatte ich auch, wie ich Splatoon 3 neu gespielt habe. Ich glaube, das war die eine der ersten Waffen, die ich sofort ausprobiert habe und auch sofort wieder habe bleiben lassen. Aber da reden wir ein anderes Mal darüber. So, 5, 4, 3, 2, 1 und das war's. Und wir sehen uns das Ergebnis an. Ein eindeutiger Sieg, jawohl! Endlich, juhu! Ein Sieg für Team Blau. Die Löffelliste und diese Pose mit den Gummistiefeln fotografiert. Für das Thumbnail. So, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bleibe natürlich beim Splatfest dieses Wochenende noch dran. Und wir sehen uns dann bei den letzten Spielen und bei dem Endergebnis wieder. Bis dann. Kip Supernova over and out.